Der muss riesig sein. Der muss größer sein als der Spieler für den Wert, den er repräsentiert. Okay. Du, ich brauche davon einen. So, jetzt könnte ich doch einen Advanced herstellen. Dann brauche ich... Ich habe den gerade verbaut. Ja, das geht jetzt nicht mehr. So. Wieder Stein. Habe ich die Advanced Battery jetzt schon? Da, ja. Eine Advanced Battery. Gut. Oh. Ups. Ein paar Edelsteine auf den Boden geschmissen. Z. So, jetzt stell bitte eine Highly Advanced her und dann eine Highly Advanced Shotgun Battery. Das ist die beste Shotgun-Munition, die wir haben können. Und man kann damit 100 Mal schießen. Das ist für eine Shotgun... Wie oft schießen wir? Einmal die Sekunde? Mehr als einmal die Sekunde. Aber gut, solange wir damit eine Basis stürmen können, ist alles gut. Einfach gedrückt halten, in jede Richtung zielen, alles ist tot. Das wäre der Plan. Ähnlich stark ist das Ding hoffentlich auch. So, wir haben jetzt da... Achso, jetzt kommt der Turm von Hanoi, weil ich mir die Zahlen nicht mehr, die Buchstaben nicht merken kann. So. Ja, jetzt gehe ich zu der Basis da hinten hin, wo wir die Edelsteine abgebaut haben. Ich speichere vorher ab. Und dann zerstöre ich die Basis. Oder ich mache hier einen kleinen Test. Ja, dann kommen sie rein. Hat er gerade die Mauer hinter mir weggewichtet? Also es wirkt jetzt nicht super duper. Super duper stark. Komm mal her. Du sollst mal einen Nahkampf kommen mit alles treffen. Da, du. Ja, es ist stark. Aber ich bin trotzdem gleich tot. Und die Munition ist alle. Lalala. So, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. So, und ich muss wie viel von denen töten, damit ich einmal ein Magazin bekomme? Warte, war nur einmal verdoppelt oder so. Weiß ich jetzt nicht. Also, gefühlt muss ich 3 oder 4 von den großen Grünen töten, um ein Magazin zu bekommen. Ich sollte also wahrscheinlich dann umschwenken und nicht die super tolle Munition benutzen, sondern die da. Und hoffentlich brauchen die Polished Blauen, die brauchen auch 15. Ah, es ist... Das ist echt krass. Und enttäuschend. Weil jetzt müsste ich wieder eine halbe Stunde hier rumwerkeln. Also, abreißen ist angesagt. Was ist das erste Gebäude? Das erste Gebäude ist der Crusher. Der macht aus Diamond Ore. Das da. So, du kommst jetzt mit. Jetzt setzen wir hier irgendwo einen Crusher hin, wo es so einigermaßen Sinn macht. Hier war die Forschungsanlage. Neben der Forschungsanlage wollten wir noch die andere Forschungsanlage machen. Spricht was dagegen, dass wir die Edelsteinproduktion in der Nähe der Forschung machen? Nö, nicht wirklich. Also gut. Das heißt, du... Ich kann nicht sehen, wo man das Ding platzieren kann. Weg mit dir. So. So. Kann alles weg. Passt du jetzt da irgendwo hin? Nee, wegen dem da nicht. Okay, stellen wir dich da hin. So, dann kriegst du von da ein Ärmchen rüber zu der nächsten Maschine. Die nächste Maschine war die hier, von Chunks zu Raw. So, hier wieder kein Platz. Weg, weg.
Tanks brauche ich nicht. Die großen Kisten mache ich mal kurz weg. Die können weg. Alles an Edelstein kann eigentlich hier rein. Die muss ich nachher hinbauen. Kristallformation Drill kann auch erstmal weg. So. Bau das Ding ab. Das Ding kommt hier hin. Also von... Achso, und das bräuchten wir alles in x-facher Ausfertigung. Vierfacher. Ja. Was war das erste? Game Crusher. Drei Stück davon. Warte mal, wo ist unsere Substation? Ne, es klappt so nicht. Da. Eins. Was? Warum ist es grün und ich kann es nicht setzen? Das ist doch alles Murks. So, vier Stück. Es geht sowas von nicht auf. Ja, komm mit. Anders. Wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. Und ich habe die Kiste gerade weggebracht. Gib mir jetzt bitte nochmal eine große. So, und die hätte dann ganz gerne die Roherze. Nicht die Useless, sondern die ganz normalen. Diamond Ore, Emerald Ore, Ruby Ore, Sapphire. Oh. Wofür brauchen wir Topaz? Erstmal nur die. Und davon dann alle. So. Ich hoffe jetzt, wir brauchen das Diamond Ore, Ruby Ore und so weiter Ore nicht für irgendwelche Zwischenschritte. Zum Beispiel bei der Munition war da was, ne? Ne, Raw. Raw war das erste. Man braucht Raw für die Batterien und brauchte Polish dafür. Also Raw sollte die letzte Stufe sein. Alles andere machen wir von Hand. Weil wenn wir automatisch alles Raw zu Polished verarbeiten, haben wir irgendwann keine Raw mehr über, um die Vorstufe, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also, aber hier sollte kein Problem da sein. Das heißt, Roboter macht meinen Mist weg. So. Dann kommen jetzt die vier Kompressordinger. Ich. Passt da ein Arm zwischen? Nein. Passt da jetzt ein Arm zwischen oder ist es wieder zu kurz? Macht das Ärmchen einfach erstmal hin. Setzt das Ding dann so nah ran, wie es geht. Aber ich glaube, das war eben schon das nächste, was ranging. Das da. Ja. Okay. Da passen Ärmchen hin. Oh. Nein, nein, nein. So. Achso, stopp. Das sollten natürlich intelligente Ärmchen sein, damit nicht irgendwo irgendwas rausgeschmissen wird. Du, gib mir das ganze Zeug mal. So, 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 so. Das tun wir gleich da wieder rein. So, so. Grüne Ärmchen. 1, 2, 3, 4. Mach ein paar. So. 1, 2. 1, 2. So. Sagen wir mal du. Du machst jetzt Diamanten. Das heißt, du bekommst Speedmodule. Und du bekommst den Auftrag, nimm bitte nur Diamond Ore. Shift rechts, Shift links. So, daraus machst du Crushed Diamond. Das wird zurückgebracht ins System. Und zwar dahin in eine Kiste. So. Und hier sollte dann ja eigentlich die... Was?
So. Mach du bitte Emerald Ore. Shift rechts, Shift links. Nee, das ist zu weit weg. Geh weg. Hä? So. Okay, also man kann sie manchmal nicht setzen, wenn sie grün sind. Man kann sie manchmal setzen, wenn sie rot sind. Gut. Stellen wir nicht in Frage. Ist halt so. Kann ich da auch Ärmchen? Nein. Da ein Ärmchen. Da ein Ärmchen? Warum nimmst du es da nicht raus? Oh, ich... Weil ich ja nicht rankomme. Nimm mal. Smart Long? Nein. Long Hand Close Inserter? Nein. Ich hätte gerne, dass die zwei von hinten nehmen und nur einen nach vorne tun. Gibt es das auch? Wie kriege ich das da am besten raus? Nur von der Seite, oder wie? Okay, dann halt lange Ärmchen. Das sieht so albern aus dann. Ja, das geht. Das heißt, so. Dann müssen wir die Kiste da hin tun. Dann klappt das. Gut. Du bist bitte jetzt zuständig für Saphir. Shift rechts. Und du bist bitte zuständig für Saphir. Du kriegst noch Speedmodule. Du kriegst noch Speedmodule. Und wir haben dann gleich keine Speedmodule mehr. Wobei, nehmen die mal raus. Achso, du hast eh schon nur die. Nimm die mal raus. Weil wir werden nicht durchgehend Edelsteine herstellen. Das ist okay, wenn die eine Weile vor sich hin düppeln. Das ist okay. So, das Ganze jetzt noch für Rubin, was wir mit am meisten haben dürften, wegen den Berserkern. Also noch einmal das letzte doofe Gebäude da setzen. So. Wo wir es gar nicht setzen durften. Du. Und mach Rubine. Speedmodule. Langärmchen-Dingens. Und zwar. Nee. So. Da. Da sind jetzt Crushed. Drinne. Ruby und Sapphire und da sind Smaragd und Diamant. Ja, das wäre jetzt ein Komplex. Und das machen wir dann nochmal von Crushed zu Chunks. Das war das nächste. Der hier sieht schon wesentlich umgangsfreundlicher aus. Von was? Hier drin ist Crushed. Ne, ist der falsche. Du nimmst Crushed und machst Chunks draus. Gib mir den daher. Also Gemgrinder. Das wäre dann der da. Der sieht allerdings wieder abgefahren aus. Ja, aber das mache ich nicht jetzt. Ich bin noch nicht so wirklich motiviert, so da jetzt noch weiterzumachen, weil das halt doch wesentlich aufwendiger ist, als ich dachte. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir jetzt die Könige auch verarbeiten. Dass hier die ganzen Rohsachen verarbeitet wurden. Und dann werde ich in der nächsten Folge wahrscheinlich die Struktur aufbauen, dass die ganzen Edelsteine, die wir aus den Leichen gewinnen, dass die dann einmal weiterverarbeitet werden, damit wir theoretisch daraus Munition herstellen könnten. Dann muss ich theoretisch abwarten, bis wir davon genug haben. Also sagen wir mal 3-4 Magazine und dann kann ich einmal losgehen und eine Basis angreifen. Also ein bisschen mau. Habe ich mir irgendwie anders erwartet. Aber mal gucken, was da noch kommt. Also ich hoffe, da kommt noch mehr, weil so... Ich weiß nicht, da müssten wir irgendwann
wirklich durchgehend von Horden von Gegnern angegriffen werden, damit wir genug Leichen bekommen, damit wir auch genug zurückschießen können. Also überall noch mehr Module reinhauen. Wahrscheinlich überall MK7 Smog-Module reinhauen. Wobei ich nicht weiß, ob wirklich mehr Gegner kommen oder einfach nur bessere. Das wäre noch ein schönes Ding, dass einfach mehr kommen. Also richtig, richtig, richtig viele. So à la Starship Troopers. Daka, 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 daka. Gut, erstmal abspeichern und nächste Folge, wie gesagt, hier nochmal ein so ein Konstrukt mit den nächsthöheren Dingern da, den Gemgridern. Also bis gleich.